willkommen zu Vlog Hashtag 15. Ja, jetzt haben wir schon Vlog Hashtag 15 und heute geht es nach Cottbus. Und jetzt werde ich euch die Frage stellen, was will ich überhaupt in Cottbus? Ja, die Reise hat eigentlich grob nur, also hat eigentlich grob einen Grund. Und zwar möchte ich in Cottbus für meinen Geschichtsleistungskurslehrer ein Abi, also als ein für ein Abiball ein Geschenk kaufen. Und zwar so ein Energie Cottbus Trikot. Und genau, dafür wurde ich von meinem Geschichtsleistungskurs beauftragt, dies in Cottbus zu machen. Und das mache ich jetzt. Und ich habe mir gedacht, wenn ich schon in Cottbus bin, dann kann ich daraus auch eine ganze Bahntour machen und dazu einen ganzen Vlog machen. Denn ja, ich werde nach Cottbus fahren, das Trikot kaufen, mir auch die Stadt angucken und dort auch ein paar Filme und Fotos machen in Cottbus. Und danach werde ich nicht direkt nach Hause fahren, sondern habe ich mir ein paar kleine Umwege mit eingebaut. Und auf dem Rückweg, beziehungsweise dann auf der Fahrt von Cottbus nach Berlin, wo ich mir ein paar Umwege eingebaut habe, werde ich dann auch ein bisschen Trainspotten und noch versuchen, ein paar Aufnahmen. Ich warte mal kurz, bis der FEX ausgefahren ist. Dann erzähle ich weiter. Danach noch neben der Stadt Cottbus, die ich mir angucken werde, versuche ich auf der RB49 von Cottbus nach Falkenberg, versuche ich ein paar Aufnahmen von der Baureihe 112 mit Doppelstockwagen der vierten Generation zu machen, weil Ende diesen Jahres, also Ende 2022, wird auf der Linie auf Mireo umgestellt. Deshalb möchte ich noch ganz gerne ein paar Aufnahmen von der Baureihe 112 mit Doppelstockwagen der vierten Generation auf der RB von Cottbus nach Falkenberg-Elster über Senftenberg machen. Genau. Aber wie genau es dann weitergeht, das werdet ihr dann sehen, beziehungsweise werde ich euch den später sagen. Als erstes geht es für mich, ich bin hier am Ostkreuz, von Gleis 7 mit dem RE2 nach Cottbus Hauptbahnhof. Hier in Cottbus Hauptbahnhof. Ja, mit diesem RE2, der vorne steht, bin ich aus Berlin hierher gefahren. Und genau, jetzt bin ich hier angekommen in Cottbus. Die Fahrt war tatsächlich sehr ruhig und sehr angenehm.
trotz, also auch obwohl ich auch auf dieser Tour wieder das 9-Euro-Ticket benutze, war der Zug auch wieder relativ leer. Also ich vermute, also bis jetzt waren die Züge eigentlich auf den Touren, die ich jetzt in dieser 9-Euro-Ticket-Zeit genutzt habe, echt leer. Ich vermute mal, es liegt aber auch daran, weil ich jetzt auf nicht besonders krass stark nachgefragten touristischen Strecken unterwegs bin, beziehungsweise, dass ich jetzt auch unter der Woche fahre und nicht am Wochenende. Also, wie geht's jetzt weiter? Ich habe jetzt, ich bin jetzt hier nach Cottbus gefahren. Ich gucke mir jetzt als nächstes die Stadt an in Cottbus und mache da ein paar Fotos und Filme in der Stadt von Cottbus, die ich euch dann gleich zeigen werde. Dann kaufe ich noch das Trikot für meinen Geschichtsleistungskurslehrer als Geschenk zum Abiball. Genau. Aber als nächstes gehe ich jetzt erstmal in die Innenstadt. Als nächstes gehe ich in die Stadt von Cottbus und mache da Filme und Fotos. Und diese Filme und Fotos aus Cottbus zeige ich euch jetzt. Pair of jeans, a shirt or two. We didn't pack as if we weren't going back. It doesn't matter if it's true. I've got a feeling love will give us what we lack. The world is waiting up. The world is waiting half a step beyond our door. Yeah. And if it's not enough, I wanna see the stuff the world has got in store. I wanna take it all in, I'm falling. The cityscape by night, wanna catch in my photos. Where you go, every corner twice as bright. They'll be my treasures forever. When I can't hold you tight, I'll see the Stockholm lights. The Stockholm lights, the Stockholm lights. Feels a year away, like the seconds, the beginning and the end. But if in time it's yesterday, your picture's gonna bring it home to me again. The world is waiting up. The world is waiting half a step beyond our door. And if it's not enough, see the stuff the world has got in store. I wanna take it all in, I'm falling. The cityscape by night, wanna catch in my photos. Where you go, every corner twice as bright. They'll be my treasures forever. When I can't hold you tight, I'll see the Stockholm lights. The Stockholm lights, the Stockholm lights.
angekommen hier am Cottbusser Hauptbahnhof wieder. Genau, ich war jetzt in Cottbus, das mit dem Trikot kaufen, also das mit dem Energie Cottbus Trikot kaufen für meinen Geschichtsleistungskurslehrer. Das hat tatsächlich wunderbar geklappt. Die Leute auch da bei dem Fanshop, die waren auch echt sehr, sehr nett. Also das war sehr, sehr schön. Das hat sehr gut geklappt. Genau. Und was auch super geklappt hat, war der Spaziergang durch Cottbus. Ich habe einen sehr schönen Spaziergang durch die Altstadt von Cottbus gemacht. Habe da auch ein paar Impressionen auf Film und Foto festgehalten und euch gerade gezeigt. Und jetzt, was mache ich als nächstes? Als nächstes fahre ich mit einem Bus, und zwar mit der Linie 23 in Richtung Neu-Petershain. Und mit dem Bus fahre ich bis nach Leuthen. Und genau, was ich dann in Leuthen, als nächstes fahre ich erstmal mit dem Bus der Linie 23 nach Leuthen. Und was ich in Leuthen vorhabe, das verrate ich euch dann, wenn wir dann in Leuthen sind. Hier in Leuthen. Ja, ich bin jetzt hier mit dem Bus aus Cottbus Hauptbahnhof hierher gefahren. Ja, die Busfahrt war tatsächlich sehr angenehm. Ja, sehr angenehm, ein moderner Bus. Sehr, sehr komfortable Sitze. Das Einzige, was ein bisschen nervig war, dass es zu wenig Haltewunschtasten gab und dass ja man das Fahrgastinformationssystem, also man hat halt nur so die nächste Haltestelle gesehen, so 5 oder 10 Sekunden bevor der Bus ankommen ist, und keinen so nicht nächsten 3 Haltestellen. Aber ansonsten war die Busfahrt eigentlich ganz angenehm. Genau, was mache ich jetzt als nächstes? Also ich bin jetzt hier nach Leuthen übrigens, für die sich fragen, warum bin ich denn jetzt hier nicht nach Leuthen einfach mit dem Zug aus Cottbus hergefahren, sondern warum bin ich eigentlich mit dem Bus nach Leuthen gefahren? Das hat den ganz einfachen Grund, weil hier die Züge aus Richtung Cottbus, also die Regionalbahn aus Richtung Cottbus hier nach Leuthen nur im 2-Stunden-Takt fährt. Genau. Was mache ich jetzt hier in Leuthen? Ich als nächstes nehme ich eine Regionalbahn aus Richtung Cottbus in Richtung Falkenberg bei der Einfahrt auf. Und ich hoffe sehr, dass diese Regionalbahn mit einer Baureihe 112 und Doppelstockwagen der 4. Generation fährt. Genau. Dann würde ich diese Regionalbahn aufnehmen bei der Einfahrt hier in Leuthen, würde mit dieser Regionalbahn bis nach Senftenberg mitfahren und würde dann diese Regionalbahn in Senftenberg bei der Ausfahrt aufnehmen. Genau, ich hoffe sehr, dass dieser Plan aufgeht. Genau, aber als nächstes fahre ich mit einer Regionalbahn nach Senftenberg und nehme diese hier in Leuthen bei der Einfahrt auf.
angekommen hier in Senftenberg. Ja, wie man gesehen hat, war die RB 49 leider keine Baureihe 112 mit Doppelstockwagen der vierten Generation, sondern leider eine Baureihe 442, also ein Talent 2. Genau, das ist ein bisschen schade, weil ich schon ein bisschen gehofft habe, dass die 112, weil mir ehrlich gesagt die 112 mit den Doppelstockwagen der vierten Generation ein bisschen lieber gewesen wäre aufzunehmen. Aber ist auch nicht schlimm, ist auch egal, denn ja, ich denke, ich werde, also bis zum, das mit dem 9-Euro-Ticket, das 9-Euro-Ticket geht ja noch bis zum 31. August. Ich denke, ich werde nochmal einfach eine Tourchen nach Südbrandenburg machen und dann hier auf der RB 49 mein Glück mit der Baureihe 112 erneut probieren. Genau. Genau, ich bin jetzt hier mit der RB 49 hergefahren, genau, und habe sie bei der Ausfahrt aufgenommen. Als nächstes nehme ich hier noch die RB 49 in Richtung Cottbus. Sicherheitshinweis: Lassen Sie Ihr Gepäck nicht unbeaufsichtigt. So, mal weiter. Genau, rede ich weiter. Also, ich probiere hier noch um 13.10 Uhr die RB 49 in Richtung Cottbus aufzunehmen. Wenn ich Glück habe, ist das mal zumindest mal eine Steuerwagen voraus. 112, das wäre ein Steuerwagen voraus, Garnitur aus 112ern und Doppelstockwagen der vierten Generation. Genau. Und als nächstes, nachdem ich das gemacht habe, werde ich mit der RB 24 in Richtung Eberswalde nach Berlin-Ostkreuz fahren. Genau, also ich nehme jetzt erstmal hier die RB 49 Richtung Cottbus auf und dann fahre ich mit der RB 24 nach Berlin-Ostkreuz.
So, angekommen hier am Bahnhof Berlin-Ostkreuz. Ich bin gerade mit der RB24 hierher gefahren aus Senftenberg. Ja, das war eine recht angenehme und entspannte Fahrt. Und genau, damit ist jetzt auch tatsächlich der Vlog Hashtag 15 jetzt auch zu Ende. Genau, obwohl das heute leider mit der Baureihe 112 und dem Doppelstockwagen der vierten Generation auf der Regionalbahnlinie von Cottbus über Senftenberg nach Falkenberg-Elster mit der Baureihe 112 und dem Doppelstockwagen der vierten Generation leider nicht geklappt hat, fand ich die Tour trotzdem sehr schön. Die Tour hat mir trotzdem sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich denke, die Tour war trotzdem sehr, sehr erfolgreich, denn ich habe zum einen das Energie Cottbus-Trikot für meinen Geschichtsleistungskurslehrer als Geschenk kaufen können in Cottbus für den Abiball und zum einen auch von den Vlog-Inhalten bin ich mit dem Vlog durchaus zufrieden, denn zum einen ist es mir gelungen. Gleis 14, Einfahrt RE2 nach Berlin-Lichtenberg. Abfahrt 15:11 Uhr. Vorsicht bei der Einfahrt. Genau. Zum einen ist es mir gelungen, in Cottbus in der Stadt Filme und Fotos von den Sehenswürdigkeiten Cottbus zu machen. Und zum anderen habe ich sehr viele Talent 2 Aufnahmen gemacht, sehr viele Aufnahmen von der Baureihe 442. Und mir hat im Allgemeinen die Tour sehr viel Spaß gemacht. Abschließend kann ich nur sagen, vielen Dank fürs Zusehen und ciao.